die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum ersten Schultag. Wir sind alle hier schon beim Auto. Die Kinder sind alle mit dabei. Die Luisa geht heute noch nicht in den Kindergarten, weil ich bei Michelles ersten Schultag dabei sein wollte. Ein bisschen, aber macht ja nichts. Setz die Kapuze auf. So, jetzt nur mal alle Kinder anschnallen, alle Kinder ins Auto bringen und dann fahren wir los. Kisten und so weiter. Du musst aber zuerst einsteigen, Patrick, und dann diese Kisten müssen wir den Kindern mitbringen. Ja, das wird ein Spaß. Na gut, los geht's. Der Papa hat jetzt, bringt jetzt schnell die Lara in den Kindergarten und die Luisa, die war so, ich komm auch mit. Aber heute jetzt noch nicht den ersten Tag, weil ich habe dann verschoben auf morgen dann, ganz entspannt, weil heute einfach erster Schultag ist und wir noch die Großen in die Schule bringen müssen und viele Sachen erledigen. Da habe ich mir gedacht, da gehe ich morgen ganz entspannt die Eingewöhnung mit der Luisa an. Aber die hat gedacht, die kommt heute schon. Wo ist sie? Aber die Luisa könnte doch heute in den Kindergarten, oder? Eigentlich ja. Wenn du jetzt nicht erst einen Schultag gehabt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich schon heute. So, meine Lieben, ein Kind, mit einem Kind sind wir schon fertig. Also wir haben jetzt das rechtzeitig geschafft. Wir haben einen Parkplatz genau vor der Schule gefunden. Weil wir haben ja diese fetten Kisten. Das wäre halt schwer gewesen, die zu schleppen. Und jetzt haben wir die Michelle, die ist fertig, 9.30 Uhr, schon Schulaus. Das ist noch der Patrick, um 11.30 Uhr. Und dann haben wir den ersten Schultag schon geschafft. Und Michelle, wie war's? Gut. Hat dir der Gottesdienst gefallen? Der war ein bisschen langweilig, aber ja. Mir hat gefallen. Wie die gesungen haben, das war okay. Und das Segnen war schön, oder? Ich bin die ganze Zeit vom Sessel mit meinem Po abgerutscht. Wieso? Wieso? Eis drauf gehabt, oder was? Winterverhältnisse. Na, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön. Michelle hat eine ganz nette Klassenvorständin, eine Frau. Diese Lehrerin hat der Party auch gehabt, gell? Achso? Ich glaube, ihr kennt sie. Ja, wahrscheinlich wird sie an deinen Namen sich erinnern. Ja, wird sie denn. Und die nächste 5 Generationen auch noch. Hey, dich kennen wir. Hey, den Namen, der sagt mir was. Jetzt haben wir 2 Stunden Pufferzeit, jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ich habe Angst, wenn wir von da wegfahren, dass wir... Kein Parkplatz, aber das ist ja wurscht. Ja, aber wo soll man dann stehen bleiben? Wenn wir können hier stehen bleiben. Wir können auch kurz am Busparkplatz stehen bleiben. Das ist ja dann wurscht, oder der Party kann runterkommen. Das ist ja keine große Sache, ich sehe. Wo runterkommen? Ja, zum Hauptplatz zum Beispiel. Ich fahre mal weg, weil 2 Stunden ist viel. Ja, auf jeden Fall, ein Kind fertig, jetzt müssen wir aufs zweite warten und danach werden wir schön die Lara holen und was essen gehen. Wir haben jetzt noch schnell Tickets ausgedruckt für die Kinder, die kann ich euch aber nicht von vorne zeigen, weil da ist ein Code drauf und da ist der Name. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit totgeschlagen, um für den Papa Schuhe zu suchen. Aber es ist schwierig, weil der Papa ist sehr, 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 wie sagt man, wählerisch. Dem gefällt fast nichts. Nee, und das. Wie ist das leider so, ja? Ja, und jetzt haben wir leider nichts gefunden, aber wir müssen... Wir suchen noch weiter. Ja. Also, Schuhe keine gefunden, vielleicht aber... Fahren wir nach Wien? Vielleicht fahren wir, schauen wir mal. Wir haben mega Hunger, wir müssen jetzt den Patrick holen, dann die Lara und dann... Essen. Weil sonst fallen wir vom Fleisch ab. Zum Zicken an. Zum Zicken auch. Na gut, bis später. Die kleine Lara haben wir inzwischen auch schon geholt. Und jetzt sind wir im Donauzentrum, weil die Kinder sich für Vapiano entschieden haben. Also wir gehen jetzt gleich zum Vapiano was essen. Und ja, dann nehmen wir euch mit. Aber die Masken brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, gell? Du bist schon mal essen mit der Maske auf, ne? weil mich voll viele immer fragen, warum wir keine Masken tragen. Bei uns in Österreich ist nur in Lebensmittelgeschäften Maskenpflicht, in allen anderen Geschäften nicht. Ja, Post und Apotheke und sowas natürlich auch, aber sonst nirgends. Deswegen tragen wir meistens keine Maske. Weil die Frage kommt, glaube ich, gefühlt jedes Video. Ja, wir haben noch nie sowas erlebt. Überall ist es mega voll. Also wir waren auch nie im Donauzentrum. Papiano ist randvoll und wir stehen jetzt hier beim Running Sushi. Da ist eine fette Schlange, um überhaupt reinzugehen. Und bei anderen Läden, bei Burgerläden ist sowieso nochmal alles 3000 Mal schlimmer.
Warten wir jetzt hier bei Running Sushi? Gehst du noch? Ich muss aufs Klo. Wir warten nicht bei dir. Hat keinen Bock auf Running Sushi. So, schließlich haben wir uns jetzt für Vapiano entschieden, weil da am wenigsten los war. Gott sei Dank. Ich weiß jetzt mit den Getränken da. Das kann eigentlich am Chef. Bitteschön. Und wir haben ein bisschen warten müssen. Wir bestellen aber jetzt immer durch. Die Getränke sind da. Schau mal, Baba, das kann man jetzt nur mehr zur Dekoration. Früher durfte man sich da bedienen, oder? Ich hab's immer gemacht. Ja, jetzt ist neu. Wahrscheinlich habt ihr gesehen, dass es immer weniger wird. Ja, lass es. Lara, lass es bitte. Schau, das ist Patricks Eistee. Man reißt es hart ab und dann bleibt mir keine Lust. Bitte? Ja, aber man muss es angreifen. Ja, du musst es das. Luisa hat auch eins. Oh, ich auch. Gut. Ja, Luisa. Das ist Granatapfel. Ist lecker, ne? Luisa, hier, damit es super. Gar nicht so schlecht. Manja, manja, manja. Kannst du mir auch Wasser einschenken? Ja. Mit Cholesterol. Achso, wahrscheinlich ist das der Unterschied, oder? Zwischen San Pellegrino und... oder? Kann ja sein. Jetzt wissen wir. Ja. Ah, mit Cholesterol ist auch gut. Ja. Die. Das ist ein Hibiskusblütengetränk mit Granatapfelgeschmack. So eine gute Kombi. Unser Essen, dann vibriert das Gerät, oder? Wenn unser Essen fertig ist. Ja, aber fertig vibriert nichts. Aber ein Wahnsinn, oder? Donauzentrum, das ist, glaube ich, das werden wir nicht mehr machen, oder? Zu Schulanfang. Da gibt es mehrere Schulen als. Ja, bei uns im Ort. Bist du hungrig? Wie lange darfst du essen? Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen müde. Unser Essen ist jetzt fertig. Ich habe Spaghetti Carbonara. Die Kinder haben diese Kinderpasta mit Bolognese. Hast du schon im Mund? Oder musst du gefüttert werden? Der Patrick wartet noch auf seine vegane Pizza. Die Michael hat auch Kinderpasta. Und der Baba hat Spaghetti mit Avocado-Creme, oder? Lecker. Und du hast? Spaghetti Carbonara. Carbonara. So. Aber ich verstehe nicht, warum Pizza so lange dauert. Normalerweise sind Pizzen eigentlich immer erster fertig, aber vielleicht haben viele Pizzen zu machen gehabt. Und es vibriert nochmal, hat er gesagt. Okay. Magst du ein bisschen von uns kosten, Baba? Nein, das ist gut. Beim Menü, Patrick? Aber es kommt auch genau. Patricks Pizza kam erst dann, als wir schon fertig waren mit Essen. Armer Patrick. Aber der hat ja angegast. Ja. Wir sind wieder zu Hause und ich bin so müde. Es ist aktuell 3 Uhr. Jetzt waren wir noch lange unterwegs. Wir haben nämlich noch ein bisschen was gekauft. Und zwar für die Luisa habe ich so ein paar Leggings gekauft. Alleine! Das Wichtigste, was Eltern am ersten Schultag noch machen, ist Kontodaten abgeben. Naja, nur in unserem Fall, weil unsere Kinder Privatschule gehen. Aber ich sag's euch, wir haben, glaube ich, 20 Blätter ausgefüllt, zum Ausfüllen nach Hause bekommen. Das ist einfach so, bei 2 Kindern sammelt sich das nochmal richtig super toll an. Die wollen alles wissen, oder? Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Der Papa hat eine Lesebrille. Setz mal auf, Papa. Die Leute müssen mal sehen, wie du damit intellektuell ausschaust. Wieso hast du sie überhaupt runtergetan? Ich hab gedacht, du brauchst sie zum Lesen. Oh, schau mal, du schaust so wie ein Anwalt aus. Wie ein Opi. Mach ich doch. Ist besser, wenn du sie drin? Mhm. Ja, ich mache eine kleine Malzbierpause. Das nächste bitte, wo soll ich unterschreiben? Da, klasse. Wir sind jetzt fertig mit den ganzen Formularausfüllungen und so weiter und sind jetzt kurz in den Garten gegangen, weil der Bürgermeister kommt jetzt kurz vorbei
um zu checken wegen unserer Wasserleitung. Wisst ihr noch Bescheid, als der Papa da gegraben hat? Und so tief ist das mittlerweile. Zeig mal, Papa, film du mal. So, meine Lieben, so schaut unser Grab aus. Unser Grab. So, da habe ich mit Patrick ausgegraben. Ist circa, naja, 1,60 Meter tief. Und sehr, sehr lang. Also in 40 Jahren hat niemand mitbekommen, dass der Vorbesitzer die Anschlüsse falsch angeschlossen hat. Und wir jetzt, wohnen hier schon 9 Jahre. Genau, wir wohnen hier schon seit 9 Jahren. Und ja, also unser Abwasser ist im Bach ausgeronnen. Ja, wo Fische sind. Genau, wo die Fische sind. Und wir haben die ganze Zeit die Fische gefüttert. Mit Duschgel. Unbewusst. Auch richtig gebadet mit Duschgel und Schaubad wie die Fische. Genau. Und dann haben die auch noch, wie heißt das? Conditional. Geschirrspülertab. Genau. Der Bürgermeister sagt, ich muss jetzt zumachen, weil sonst gehen wir zu tief in der Privatsphäre von unser Oberchef. So, meine Lieben, der Bürgermeister ist schon längst weg und wir sind schon hier länger im Haus. Ich habe mich umgezogen. Nicht wundern, das ist ein Zahnpastafleck von heute Morgen, so mein Schlafschirm. Und ich habe jetzt ein bisschen was gearbeitet am Computer. Bin jetzt hier fertig und werde jetzt gleich noch. Was ist denn? Die Hunde sind gekommen, voller Hoffnung. Wedeln damit den. Was ist denn? Was ist los? Auf jeden Fall werde ich dann in die Küche gehen zu Papa, der macht jetzt nämlich gleich Schnitzel für die Family. Und dann werden wir heute so 20 Uhr ins Bett, also werden Abendessen. Aktuell ist es so 18 Uhr und danach werden wir Abendessen und die Kinder um 20 Uhr ins Bett bringen. Morgen ist ein großer Tag, morgen hat die Luisa Eingewöhnung. Ich freue mich sehr. Was willst du? Was geht über Mama? Wie? Was ist von der Mama? Emmy? Ja, wie ihr seht, die Hunde sind, weiß ich nicht, so ein bisschen komisch drauf. Was willst du? Sie will mir irgendwas zeigen. Komm. Und jetzt? Was nun? Ich verstehe nichts. Ah, willst du vielleicht Fleisch? Papa, die Hunde wollen auch Fleisch. Keine Ahnung, was die Hunde von mir wollen, aber ich werde euch hier zum Papa kurz abstellen und ihr könnt ihm mal ein bisschen beim Schnitzel machen zuschauen, oder Papa? Kein Problem. Wenn ihr wollt. 22. steht hier, Papa, oder? Herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es auf die Speisekarte Schnitzel für die Ratons und für die Mama. Und für Nico und für Patrick gibt es vegane Köttbühler mit einem Salat, das mag der Patrick. Ist ein Salsa-Salat, der schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe es einmal bei ihm gekostet und seitdem ist mein Favorit. Patrick ist auch da in unserer Cucina. Thank you.
meine Lieben, Abendessen ist fertig. Wir sind alle am Tisch hier am Knabbern. Knabbern. Ja, Papa hat leckere Schnitzel gemacht. Look. Und dann Ketchup. Was ist das? Tomatensalat. Die Schnitzel schauen so aus. Ja. Mega lecker. Aber schöne Farbe, oder? Ja. Uni esse vegane Köttbullar mit Salat. Aber die sind jetzt in der Tomatensauce, die werden Salat. Ist egal. So, meine Lieben, wir sind jetzt mit Abendessen fertig. Meine Schnitzel sind alle verputzt, ist nichts mehr im Teller geblieben. Die Kinder sind jetzt, also die Luisa und die Lara, sind mit Mama im Badezimmer. Zähne putzen. Ich werde jetzt noch Geschirrspüler einräumen, eine Runde mit den Hunden Gassi gehen. Und für heute, glaube ich, das war's. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Glocke einschalten, Daumen nach oben und bis nächstes Mal. Baba!